Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Temtem. Wir müssen die Belsotos wieder einmal überfallen, ja. Die haben ja in unserer Heimat Probleme gemacht und machen auch jetzt hier in Omnesien Probleme. Und die sind hier am Baden und die müssen sie überfallen. Der Weg ist nicht so weit bis dahin. Mich würde es aber interessieren, was hier noch überall so ist. I don't know, man. What this is, aber... Wir sind hier, um es herauszufinden. Und du willst sicher kämpfen. Ja, das willst du. Das ist kein Spaziergang, das ist der Hängeweg. Die wildeste Gegend auf den Myrinseln. Lass mich dir den Weg zurück ins Temporium weisen. Was ein Arschloch. Sage mal. Ja, den mache ich direkt mal kaputt da. Das platte Ding. Wie auch immer das heißt. Magmis. Hier, zack. Eiswürfel. Kristallstaub. Bum, 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 machen wir mit ihm. Hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Ah, ist doch schon besser. Ja, vergiftet, verbrannt. Alles machen sie mit meinem Crystal. Nur nicht das, was sie sollten. Mach du Kristallschau auf Loali. Gib ihm! Bisschen mehr Damage als bei Magmisatz gemacht. So, der macht schon mal nichts. Das ist... angenehm, die Defensive geht runter, das heißt, du bist am Arsch. Ahoi! Wenigstens gibt es EP. Sehr schön, Barnjay kommt das nicht. Ich will endlich, ich weiß nicht, wo man die findet. Ich will endlich auch einen Barnjay haben. Oh, jetzt ist den kaputt, komm. Gib mal ihm. Doppelter Damage. Ach, Fomu. Du musst doch das Level up kriegen. Nimm mal Loali. Loali wird das Level up kriegen, wenn wir... wenn es alles überlebt. So. Oh, fuck me. Ich muss eine Glasklinge machen. Halber Damage! Oh! Geil! Einfach geil. Machen wir es halt so. Urushiol, Giftbombe. Das Loali machen wir jetzt weg. Ja. Das muss weg. Ja, geh auf Tatero. Ist okay. Macht nur 11 Damage. Alles gut. Dafür geht dein Loali jetzt sowas von baden. Tschüss. Einschüchtern. Okay. Machen wir mal Windklinge und wilde Klaue. Können wir zum ersten Mal einsetzen. Nicht so funktioniert wie erwartet, aber ist okay, wir machen einfach beides nochmal. Barnjay kann eh nicht angreifen, das heißt, ich hätte Urushiol machen sollen. Oh! So, geht doch. So, Loali Level 25, Photosynthese. Naturtemtem sind die einzigen, die vom Pan-Sonnenlicht genährt werden. Stellt 50% Ausdauer wieder her. Schneesturm ist Wind. Bitterkalt und wild wie die eisigen Winde in den thalassischen Klippen. Ja. War doch das Schüchterschild weg. Wunderbar. Cool. Ha, du bist den Gefahren des Hängewegs wohl doch gewachsen. Mögen deine Füße allzeit den Boden berühren, Bändiger. Halt's Maul und gib mir dein Geld. Oh. Zweimal Spriole, Tuvai und Saipat. Ja, passt. Oh. Und so.
Ich wusste gar nicht, dass du bei Giftbombe kann. Wusste ich nicht. Scharfe Blätter. Ja, macht es nicht, wenn die ein bisschen Lebenspunkte verlieren, ja. Das tut denen absolut nicht weh. Absolut nicht. So. Quatsch. Ich muss halt sicher gehen, dass es auch wirklich drauf geht. Ohne dass mein Seipard oder Tuwei drauf gehen. So. Priol ist ohnmächtig. Tuwei hat sich selber verletzt. Allergenschwall. Oh. Okay, greift Tuwei an, wollte ich gerade sagen. Sehr gut. Oh. Ja, fast wäre mein Seipart noch draufgegangen, du. Oh, 95 EP. Bombe. So. Gehen wir ins Temporium. Wir sind irgendwie der Einzige hier oben. Nicht schlimm. Gibt Schlimmeres. Oh. Mal mit denen hier noch reden. Ich weiß nicht, Susi. Ich hatte deswegen schon einige Auseinandersetzungen mit ihr. Aber du kannst Amaladi nicht einfach so aufgeben. Sie kann doch nicht mit diesen Schlägern und Eindringlingen herumhängen. Und was kann ich schon tun? Sie ist jetzt erwachsen. Ich kann ihr keinen Stubenarrest aufrufen oder ihr eine Woche lang die Temtem wegnehmen. Als wäre sie noch immer 10 Jahre alt. Das ist sie nicht, also musst du ihr helfen, vernünftig zu sein. Tut mir leid, Inselfremdmann. Wir teilen einen Atem. Können wir dir irgendwie helfen? Vielleicht kann ich helfen. Es ist sehr nett von ihr, aber ich meine, ich bin ihre Mutter. Warum sollte sie so einem netten Fremden wie dir zuhören? Genauso, wie sie weniger netten Fremden zugehört hat. Du kannst es ja mal versuchen. Ihre Tochter Amalani hat sich ein paar schrägen Vögeln angeschlossen, Inselfremder. Das sind, nun, Inselfremde halt. Aber nicht so wie du. Sie benehmen sich wie Eindringlinge und behandeln alle anderen wie Abschaum. Ich glaube, sie haben es sich im Riesenbanyan gemütlich gemacht. Aber einige von ihnen sind wohl auch am Teich auf dem Hängeweg zu finden. Ich habe Amalani bei ihnen gesehen. Bitte versuche, meine Tochter zur Vernunft zu bringen. Sie ist kein schlechter Mensch. Ich werde mein Bestes geben. Danke. Bitte. Hallo. Ey, nee. Kemal, tut mir leid, Kapitän. Ich war... Oh, du bist es, Sakuyaku. Ich hätte nicht erwartet, dich hier in Unteromnesien zu finden. Wie bist du hergekommen? Wie bist du hierher gekommen? Ich? Ach, ich bin nur von Fels zu Fels gesprungen. Das war kein Problem. Du bist was? Vor langer Zeit war ich mal mit einem Kerl aus Tukma zusammen. Er hat mir diesen Sport beigebracht. Felshüpfen, der dort praktiziert wird. Im Prinzip benutzt du dieses Ding... Eine Art Haken, wirfst ihn und schwingst dich damit von einem Vorsprung zum anderen. Das ist ziemlich genial. Kann ich mir das ausleihen? Kumpel, niemals. Zu viel emotionaler Wert. Außerdem kann Felshüpfen tückisch sein. Wenn du nur zur falschen Zeit einen schwerwiegenden Fehler machst. Du musst erst mit einem Sicherheitsnetz üben, damit du nicht in unten drunter landest. Wenn du einen Fehler begehst. Ah, so. So geht das auch zu Ende. Hier gibt es kein Netz, also musst du wirklich genau wissen, was du tust. Naja, ist doch auch egal. Gerade würde ich auch für ein gutes Paar Schlittschuhe töten. Hör dir all diese Kristalle an. Es ist wie im Eisläuferhimmel. Und wo kann ich die finden? Keine Ahnung, ich habe in allen Läden von Nanga bis Mokupuni gefragt, aber keiner davon hat mehr Schlittschuhe im Angebot. Scheinbar kam vor einiger Zeit eine riesige Expedition durch diese Gegend und hat sämtliche Schlittschuhe aufgekauft. Was für ein seltsamer Haufen. Ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns auf der Nawal. Wann auch immer das sein wird. Na dann, wenn ich hier alles erledigt habe, mein Kleiner. Kann ich hier runterspringen? Nee. Oder? Ich brauche die Schlittschuhe. Ich kann hier erst durchgehen, wenn ich wahrscheinlich die anderen Kollegen besiegt habe. Ja, weil da unten war was, ne? Hier unten geht's... Weiter. Naja. Okay, ein Spriole. Muss kurz was machen.
Und zwar... Crystal ist zwar bald Level 26, aber... Pack Seipart nach vorne. So. Hello! Mau! Ha! Ich kämpfe nur gegen echte Bändiger. Ich bin nicht wie Sonny. Ich meine es ernst. Ja. Schön. Alter, was ist denn das für ein komisches Geräusch, das da sein Temtem gemacht hat? Sein Kapier. Kapier und Wiblump. So, machen wir Eiswürfel und Wasserklinge. Ja, macht nicht viel Damage, ne? Kalte Brise. Wird das wehtun? Es ist noch eingefroren. So, Eis. Wow. Ja, gib ihm! So muss das sein. Zack! Probieren wir es dann so und eine Hochdruckfontäne. Halber Damage, okay. Alter, das hat er richtig Damage gemacht. Probieren wir es mal so. Ja, das macht Doppeldamage. Oh. Ja, reichen die giftigen Clown? Yes, let's go. Dann kriegt Fomun Level up, oder? Level 23. Alles plus 1, außer die LP plus 2. So will ich das. Das war voll klasse. Ich weiß. Ich bin einfach der Beste. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Falsches Spiel. Das habe ich schon durchgespielt auf dem Kanal. So. Machen wir weiter. Wieder ein Kampf. Hi! Wer nähert sich dem Fall von Tui Fua? Schweigung, kämpf! Vibe! Kämpfen wir! Los! Es hat nur eins, ein Race. Oder Reise. Das ist natürlich unglücklich für sie, ne? Das ist natürlich unglücklich für sie. Alles, was sie macht, macht halben Damage und alles, was ich mache, macht doppelten Damage. Einmal. Zweimal. Level 31. Der Hauptsache 8 Level drunter und macht trotzdem ein Drittel Damage. Übel. Übel. Die Hochdruckfontäne müsste jetzt eigentlich schon richten, ne? Easy. Easy! Vorbildliches Talent, Inselfremder. Geh und trotze dem Fall. Wer weiß deinen Mut? Naja. Ich weiß, ich könnte jetzt einfach zwei Salben benutzen, aber man muss ja auch ein bisschen den Sparfuchs spielen lassen. Ich bin Schweizer, wir Schweizer sind geizig, das heißt, ich gehe den kurzen Weg zum Temporium. So, und gebe nicht das Geld unnötig aus, beziehungsweise die Salben unnötig ausgeben. Ja. Ich wollte eigentlich rülpsen, aber er kam doch nicht. Warnung, Pfad ohne Wiederkehr, langer Umweg voraus. Ah. Oh, nachher kann ich nicht mehr zurück, hä? Hm? Wie viel Geld habe ich? 900. 6 Beleber, das... Komm, ich gehe sicherheitshalber. Ein Loali. Ja komm, die EP nehmen wir mit, die kostenlosen, oder? Kostenlose EP nehmen wir mit. So, giftige Klaue. Batz. Und jetzt noch eine Giftbombe hinterher. Müsste es eigentlich schon richten, ne? So, tschüss. Giftiger Abschied, danke. So. Wie sieht es eigentlich... Kann ich eigentlich noch mal kämpfen gegen die? Mögen deine Füße allzeit den Boden berühren.
Kann ich zweimal kämpfen, okay. Geht leider nicht. Ich gehe jetzt dennoch einen Beleber kaufen. Beziehungsweise verkaufe kurz was. Ich hatte nicht gedacht, dass heute irgendwer vorbeikommt. Immerhin gibt es ja Probleme mit dem Anak-Vulkan. Und der Gondellift ist dadurch auch geschossen. Ja, ja. Kostet halt 500, ne? Und ich kann mir gerade nur einen leisten. Daher würde ich gerne was verkaufen. Ein Kühler. So. Dann kaufe ich nämlich nochmal einen Beleber. Dann habe ich 8 Stück. 8 müsste ich jetzt haben, oder? Oh, falsch. Acht Stück. Das müsste reichen. Ich habe die Temessenzflasche und 8 Beleber. Für die Belsotos. Das müsste ja reichen. Oder? Locker. Locker muss das reichen. So, uns Priole-Team. Oh. Schön. Ich renne davon. Da habe ich keinen Bock zu kämpfen. Bin ich ganz ehrlich. So. Hi. Super, kommt direkt in den Kampf. Paradoxologie heißt der andere da. Es erfordert einiges an Mut, um diesen Fall zu wagen. Du wirst einen interessanten Gegner abgeben. Er ist gerade in der Luft gerannt und davon geflogen. Wieso nicht? So, Spriole und Hidodi. Machen zuerst Hidodi fertig, okay? Bam! Scharfe Blätter, das tut weh. So, Giftbombe. Hidodi wird nicht angreifen können. Das ist ja schon mal was Gutes, ne? Was sehr Gutes. Hidodi wird ohnmächtig. So, oh, Saipa wird Level 26. Taifu als nächsten. Ich riskiere es. Super. Mach beiden viel Damage. Geil! Ja, mach mal als nächstes Tuwei. Soll deine Giftbombe draufklatschen. Das macht gar nicht doppelt. Doch, es macht Doppeldamage auf Taifu. Sehr gut. Okay, das ist schon mal geil. Komm, bitte geh auf Tuwei. Ja, geht auf beide. Ich will diesen Allergenschwall auch lernen. Warum darf ich das nicht? Ja, super. Und Saipat hat Level 26 nicht erreicht. Geil. Ah, der hat mich doch. Oh, ich hätte Crystal nehmen sollen, dann hätte es ein Level-Up bekommen. Naja. Bin jetzt, glaube ich, in dem Gebiet mit meinem Gift, Temtem. Sehr gut dran. So, machen wir das Dendrit kaputt. Giftbombe. Bam. Doppelter Damage und jetzt kommt ein schrillerndes Kreischen. Batz. Nachher braucht jeder nur noch einen Angriff und ist Ende Gelände. Würdest aber bitte nicht immer auf den gleichen gehen. Wäre schön. Machen wir so. Dann gehen wir sicherheitshalber so mit der Giftbombe. Heng. Taifu wird ohnmächtig. Giftiger Abschied, ja, okay. Jetzt kann ich halt das Temporium schon wieder brauchen, ne? Siehst du, du hast ihm zu viel Zeit gegeben, um seine Kampfstrategie zu planen. Ja, ja, ja. 388 Panzern. Ja. Ist halt blöd, ne? Weißt du was? Mach das einfach so.
lass mich einfach K.O. machen. Oh, come on. Und dann bin ich eh wieder beim letzten Temporium. Und dann ist wieder alles in Ordnung. So. Giftbombe und du machst mal eine Glasklinge. Falls es nicht reicht. Nicht mal halber Damage. Ah, Kameraderie. Okay. Wow. Wow. Okay, Crystal kann ich ausgewechselt. Nee, es war nicht das. Okay. So, schrillerndes Kreischen. So, dele. Allergenschwall, ja, geil. So, da kommt noch ein Allergenschwall, okay. Glasklinge, Batz. So. Oh, Crystal wird das Level Up doch nicht schaffen. Ja. Sehr gut. Selber verletzt, macht nichts. Draufgehen wird's ja nicht. So. Gib ihm! Genau so und nicht anders, bitte. Danke. Aber kein Level Up. Ist falsch. Mal so. Gehen wir mal da nach oben. Hi! Oh, die will kämpfen. Bewunderst du auch dieses Wunderwerk der Ingenieurskunst? Ich wollte eigentlich nur kämpfen. Ehrlichkeit ist lobenswert. Lass uns die Kräfte in einem Kampf messen. Möge der beste Bändiger gewinnen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der alte Mann kämpfen will. Der Akechi. Okay, so alt sieht er jetzt doch nicht aus. Aber ist ein kleiner Hippie. Ein kleiner, kleiner Hippie. So. Ich gehe zuerst auf Pigapig. Ich wäre froh, wenn Crystal so lange überlebt, bis es einmal EP kriegt, um dann das Level Up zu bekommen. Ich glaube, das liegt sogar drin, ne? Okay. So. Die Giftbombe müsste Pigapig eigentlich kaputt machen, ne? Genau. Dann muss ich einfach hoffen, dass Tateru... Jetzt würde es meinen Crystal angreifen, aber es wird ja wohl nicht 56 Damage machen, oder? Okay, macht Zorn. Okay. Level 26, danke. Das wollte ich. Das wollte ich. So, als nächstes machen wir... Ah, muss ja fast Loali, ne? Das kann erst nach einer Runde gemacht werden. Dann machen wir giftige Sporen und du machst Kristallstaub wieder. Oh. Bisschen mehr Damage als sonst. Schwerer Schlag. Okay. So, giftige Sporen. Bam, bam, bam. Wunderbar. Mach einen Schneesturm jetzt. Und du musst halt eine Glasklinge machen. Okay, den Kampf habe ich gewonnen. Den habe ich mehr als gewonnen. Ja, jetzt schon. Ich wollte eigentlich den Schneesturm sehen, Mann. Du kennst deine Temtem so, wie ich meine Ingenieurskunst kenne. Ich werde mich jetzt wieder meinen Studien zuwenden. Super, mach du das. Ist hier auch einer, der kämpfen will? Oh, sogar zwei. Ich probiere es jetzt mal. Einfach mit den dreien, die ich noch übrig habe. Weil danach kommt er. Da kommen sie schon wieder. Ihr habt uns aus dem verdammten Teich vertrieben. Was denn jetzt noch? Können wir nicht wenigstens in Ruhe Sonnenbaden? Warte mal, Lesile. Ihr trägt gar nicht die gleiche Uniform wie die. Es wird Zeit, dass sie zurückschlagen. Temtem, los, eindringen! Ich bin nicht der Feind! Ich bin nicht der Feind! Naja.
geht zuerst auf Saipat. Ja, der Damage geht in Ordnung. Ja, ist okay. Starren. Okay, wenigstens einmal greift sie schon nicht an. Oh, die haben 4 Stücke. Ätherausbruch. Oh, hat jetzt nicht so viel Damage gemacht und ist nachher schon erschöpft. Sehr gut. Dann mach du mal einen Kristallstaub und du machst nochmal... Nee, mach einen Urushiol bitte. Das ist mir angenehmer, weil dann geht Saipat... ...an Arsch. Okay, dann geht halt Huschig an Arsch. Oder Huschig. So, Banapier als nächstes. Oh ne, Feuer. Oh ne. Ist natürlich unangenehm für Crystal, ne? Aber es kann als erstes angreifen. Halber Schaden, geil. Okay, es geht auf Lo. Ali, was auch sehr viel Damage macht. Okay, als letztes kommt Nessla. Nimm es mal so. Blut, ja, geil. Selbst verletzt, das ist... Alter! Jetzt verliere ich tatsächlich. Weil Tuvai wird das nicht alleine richten können, ne? Denke ich jetzt mal. Mit 15 HP. Ja, jetzt ist es K.O. Ja gut, ich habe es fast geschafft, obwohl ich nur ein gesundes Temtem hatte. Wie viel Geld verliere ich jetzt? Steht nicht. Alle wieder fit. Wie viel Geld habe ich verloren? Ich hatte ja nicht mehr viel, ne? Immerhin. So, gehen wir nochmal nach oben. So. Und runter. Zack. Und kämpfen nochmal gegen die beiden. Ja, es passt. Da kommen sie schon wieder! Naja, wir haben das schon hinter uns. Die Konversation. So, Saipat und Huschig. Ah, stimmt, Huschig. Ich hätte Crystal an erster Stelle nehmen sollen. Naja. Wir machen zuerst wieder Saipat weg. Mit den Gifter-Attacken. Hm. Okay. Ja. Wenigstens kann mein Saipat das gegnerische Saipat kaputt machen. Schon mal etwas, ne? Telekinese-Schrapnell. Ja, mach das für die 2 HP. Scheiß drauf. Jetzt kommt halt Saipat wieder nicht Level 26. So, 900. Jetzt kriegt wenigstens FOMU alle EP für sich alleine. So, Nessla kommt als nächstes. Okay. Ruh du dich mal aus und du machst Kristallstaub auf Huschig. Weil dann ist es K.O. Macht ja doppelten Schaden, ne? Bam. Bam, 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 bam muss es machen. Wenigstens Level 24. Da bin ich schon mal froh drum. Banapi. Ja. Ja, geh du auf Crystal. Ist okay.
nicht. Jetzt habe ich halt alles, was Banapi gut Damage machen kann. Schon K.O. Doof, ne? Wirklich, wirklich doof. Naja, machst du halt eine Giftbombe und du machst halt zweimal eine Glasklinge. So, Nessla müsste es jetzt eigentlich erwischen. Genau. Das ist schon mal gut. Crystal wird das auch überleben. Das wird jetzt... Ja, okay, es geht eh auf. Sie gehen auf Tateru. Ist okay. So, selbst verletzt. Herzliche Gratulation. Du bist der Trottel des Tages. Oh, Tateru Level 26. Das sollte drin liegen, ne? Machen wir so. Wunderbar. Banapi wird ohnmächtig. So, Tateru Level 26. Jetzt auf 94 LP, ey. Oh weh, schon wieder rausgeschmissen. Ja, aber ihr müsst ja nicht gehen. Ich will euch doch... Vielleicht solltest du sie mal reden lassen, Lesili. Entschuldigung. Ja, ich muss los. Ich weiß schon, was los ist. So, zweimal Salbe Plus. Zweimal Temkade Plus. Ja, ist doch in Ordnung. Kann ich die Salbe Plus direkt einmal... Nee, brauche ich nicht. Normale Salben. So, dann muss ich zwei Beleber mal aktivieren. Da benutze ich die beiden Salben Plus trotzdem, die ich jetzt gerade gefunden habe. So. Ja, dann würde ich mal sagen... Komm, wir fangen hier noch ein bisschen was. Das kann man dann morgen machen, weil ich will jetzt dann eh Champions League gucken gehen. Ein Pyuki und Babava. Nee. Arschlecken. Ich hab gedacht, die ist vielleicht was, was ich noch nicht habe, aber machen wir morgen. So, dann war's das für heute, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich recht herzlich beim Zuschauen. Da ist wieder einer, guck mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen, macht's gut. Tschüss.